Hallo und herzlich willkommen auf Evo2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WWE 2K19, dem Dreamverse. Ihr seht sie im Hintergrund, die Charlotte ist da zu sehen. Das heißt also, die Frauendivision wird ab heute eingeführt und da habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Und zwar in erster Linie habe ich euch ja gefragt, ja, schlagt mir mal ein paar Frauen vor, die technisch gut sind und so. Dann haben wir eigentlich eine ganz gute Auswahl zusammenbekommen. Allerdings wollte ich, dass wir dann schon, damit das Ganze fair ist, weil wir sind auf eine ungerade Summe gekommen. Ich glaube, wir waren 23 oder 25, bin mir nicht mehr ganz sicher, mit der Auswahl, die wir getroffen haben. Deswegen habe ich mich dann jetzt dazu entschlossen, wir haben 24 Frauen. Wir werden heute drei Battle Royals sehen und die Siegerinnen aus diesen Battle Royals werden dann morgen, haben wir morgen Pay-Per-View? Nee, werden dann morgen auf jeden Fall aufeinandertreffen und ja, den vakanten Titel untereinander austragen. Deswegen würde ich sagen, wir werden jetzt gar nicht viele Worte verlieren und stürzen uns direkt mal ins Getümmel rein. Wer dann natürlich hier in diesen Matches drin ist, werdet ihr dann in den Matches sehen. Beziehungsweise wer hier im Dreamverse hinzugefügt wurde. Also Charlotte auf jeden Fall, die seht ihr ja schon. So, da war Rey Mysterio, trifft auf Pete Dunne im Opener und er setzt sich, Shinsuke Nakamura mischt sich ein. Und hat einfach mal Pete Dunne den Spot geklaut. So, dann kommen wir schon zum ersten Frauenmatch. Und da sind Mickie James, Natalya, Naomi, Becky Lynch, Peyton Royce, Sarah Logan, Sonya Deville und Bianca Belair. Dann schauen wir mal, welche von den Frauen sich hier den Spot für morgen sichern kann. Schwung ist schnell, Einzug aus, weil es sonst einfach zu lange dauert. Los geht's. So, los geht's. Dann schauen wir mal hier. Bianca Belair erstmal gegen Sonya Deville. Becky hat es mit Natalya zu tun. Die ehemaligen besten Freundinnen. Vor zwei Jahren gab es da immer die Storyline, wo dann Natalya Becky verraten hat. So, dann haben wir oben Peyton Royce gegen Mickey. Sarah Logan gegen Naomi. Okay, das sind die Konstellationen, die ja derzeit da sind. Ich würde es ja richtig interessant finden. Also, das kann ich schon mal sagen. Ronda ist natürlich auch dabei. Und auch eine Shayna Baszler ist dabei. Die jetzt natürlich technisch nicht so krass ist, aber wir haben es uns dann trotzdem dazu bereit erklärt, dass die mit dabei ist. Also wir haben 24 Frauen mit dabei. Und einfach, das wäre schon Sonya gegen Ronda gegen Shayna Baszler. Hier die UFC-Frauen gegeneinander um den Titel. Zum Beispiel eine Konstellation. Also ich sage sicher, das ist meine absolute Wunschvorstellung. Ist in der Realität auf jeden Fall nicht. Da soll ruhig Becky gewinnen. So, die sich jetzt hier mit Sarah Logan, der Wolle hat. Noch keine rausgeflogen. Jetzt Mickey gegen Natalya. Becky, nee, Becky ist nicht in Gefahr. Aber Sarah Logan schlägt auf sie drauf. Es wäre interessant, ich könnte mir echt vorstellen, Becky so als Anführerin von so einem Stable, das wäre wohl mal mega heftig. The Man kümmert sich um den Nachwuchs. Und irgendwann hintergeht der Nachwuchs The Man. Und fordert sie zu einem Championship-Match raus. Aber Sarah Logan, die hat was vor. Die will Becky rauswerfen. Habe ich das Gefühl... Oh, Mickie James ist raus. Sonya Deville wirft Mickie James raus. Ich habe das Gefühl, mit dem letzten Patch sind die 8-Mann-Matches wieder ein bisschen mehr am Lecken. Das sind ja wohl mega die Frame-Drops. Das kennen wir noch von 2K18. Ja, also Mickie James wird es nicht. Oh, jetzt Becky in Gefahr. Zwei und Sonya. Nee. Ich dachte schon, Sonya Deville haut jetzt auch noch Becky raus. Und Natalya ist raus. Natalya fliegt übers oberste Seil, nachdem sie schon Naomi duckt. Und hier. Sonya Deville, die hat auf jeden Fall Blut geleckt. Die will Becky raushauen. Nee, jetzt kümmert sie sich um Peyton Royce, aber das geht schief. Peyton Royce mit ihrem Finisher. Und da ist der Sarah Logan gegen Becky. Die sich jetzt aber, na, hier leider nicht durchsetzen kann. Becky in die Ringecke. Und Bianca Belair mit Naomi. Peyton Royce gegen Sonya. Schnappt sie sich jetzt. Und Sarah Logan macht weiter gegen Becky.
Aber sie kriegt sie immer noch nicht raus. Jetzt vielleicht doch. Becky war schon die ganze Zeit. Ja, Becky Lynch ist raus. Sarah Logan wirft The Man raus. Okay, das ist überraschend. Dann sind wir gespannt, wen wir dann morgen hier im Triple Threat Match sehen. Fünf Frauen sind noch da. Bianca Belair jetzt gegen Sonya Deville. Naomi gegen Sarah Logan. Jetzt eventuell Naomis Ende in diesem Match. Und Bianca Belair wirft Sonya Deville raus und noch Naomi ist raus. So, Bianca Belair, Peyton Royce oder Sarah Logan. Das wird jetzt interessant. Peyton schnappt sich Sarah Logan. Macht sie am Ring halt fest. Und das ist auch die Eliminierung. Hurricanrana, Bianca Belair oder Peyton Royce. Welche Frau sehen wir morgen hier im Triple Threat Match um den vakanten Titel? Oh, da sollte der Spear kommen, aber Bianca Belair mit dem Reversal. So, jetzt Bianca. Wirft sie jetzt Peyton Royce raus? Ja, geht noch nicht. Und Peyton Royce wirft sie in die Ringecke. Der Kick von Bianca Belair. Und Peyton dreht so langsam auf. Das wird jetzt wahrscheinlich das Ende. Und Peyton Royce wird morgen dann zu sehen sein. Und da macht es tatsächlich wieder mit dem Hurricanrana. Peyton Royce morgen, also im Triple Threat Match. Kann man schon sagen, das ist überraschend. Die hat hier nicht mal als Underdog oder ihr Geheimfavoritin. Eine der Iconics morgen im Finale. Da schauen wir uns ihre Siegesszene an. Die kann ja wenigstens was umbringen, im Gegensatz zu Billie Kay. Aber irgendwie pusht die WWE irgendwie eher Billie Kay. Na gut, dann gehen wir zum nächsten Part der heutigen Folge. So, haben wir AJ Styles mit einer Promo. Da wird er von Zack Ryder unterbrochen, okay. Dann die Usos treffen auf die Hardy Boys. Hier setzen sich die Hardy Boys durch. Und dann kommen wir zur zweiten Battle Royale. Mit Alexa Bliss, Sasha Banks, Asuka, Ruby Riott, Candice LeRae, Dakota Kay, Ronda Rousey und Kairi Sane. Dann schauen wir mal, wer sich hier durchsetzen kann. Also wenn wir nach Rating her gehen, muss hier ganz klar Ronda Rousey gewinnen. Die es hier gerade mal direkt mit Kairi Sane zu tun hat. Asuka gegen Dakota Kay. Candice LeRae hat es mit Alexa Bliss zu tun. Also hier ist ordentlich Star Power in dem Match. Meiner Meinung nach mehr als in dem ersten Match, was wir heute gesehen haben, der ersten Battle Royale. So, jetzt Dakota Kay gegen Asuka. Nimmt sie Anlauf und Dakota Kay ist die erste, die rausfliegt. Tja, ärgerlich. Duckt sich Asuka und weg ist Dakota Kay. Ronda gegen Kairi Sane. Jetzt macht Asuka noch mit. So, jetzt Ruby Riott gegen Ronda. Was macht Ronda als nächstes? Sie schnappt sich Alexa, die sogar kontern kann, aber jetzt wieder Ronda. Oh, und Sasha Banks ist raus. Asuka eliminiert Sasha Banks.
Ich habe jetzt unten mich auf Candice LeRae und Ruby Riot konzentriert. Auch Ruby Riot ist raus. Es wird so langsam etwas übersichtlicher. Jetzt Asuka gegen Ronda. Und Asuka macht sie im Ringseil fest, nimmt Anlauf und Ronda Rousey ist tatsächlich raus. Asuka eliminiert Ronda Rousey. Also Kairi Sane, Candice LeRae, Alexa Bliss oder Asuka gegen Peyton Royce morgen. So, jetzt Kairi Sane und eliminiert Candice LeRae. Da waren es noch drei. Und Alexa schnappt sich jetzt Asuka. Dropkick. Oh, jetzt Asuka in Gefahr. Was macht Alexa? Kann sie die rausdrücken? Jetzt hängt Asuka ein Seil fest. Das aussah. Alexa, kommt einfach mal angeflogen. Dropkick geht schief. Asuka ist gewonnen. Okay. This is not good at all. I don't have you walking funny. So, jetzt Alexa gegen Kairi Sane. Oh, that's unnecessary. Und da sehen wir also auf jeden Fall eine, die schon in der WWE erfolgreich war. Alexa Bliss oder Asuka Moore gegen Peyton Royce. Und das spricht gerade ein bisschen was für Alexa. Asuka hat jetzt vielleicht ein Reverse, ein Finisher gleich. Oh, das sieht nicht gut aus jetzt für Alexa Bliss. Da macht Asuka sie im Ringseil fest, nimmt Anlauf und da ist tatsächlich Alexa Bliss morgen. Gegen Peyton Royce, nachdem sie sich einfach duckt und das Ringseil nach unten zieht und Asuka eliminiert sich selbst. Und ja, dann haben wir nur noch einen freien Platz für morgen. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wer das hier dann noch machen wird. Auf jeden Fall jetzt ganz klare Favoritin für morgen ist definitiv Alexa Bliss. Also das wird ein hartes Stück Arbeit für Peyton Royce. Aber gut, Abschaum ist natürlich immer möglich. Dann gucken wir uns mal das letzte Match des heutigen Tages an. So, haben wir erstmal Finn Balor gegen Samoa Joe im fünften Match des Tages. Es holt sich Samoa Joe den Sieg. So, dann sehen wir noch Charlotte Flair, Carmella, Bayley, Ember Moon, Liv Morgan, Shayna Baszler, Mandy Rose und Lacey Evans. Hier ist der Einzug auch wieder aus. Schwung schnell, los geht's. So, dann schauen wir mal hier. Shayna Baszler direkt mal gegen Bayley. Charlotte hat es hier mit Liv Morgan zu tun. Carmella gegen Ember Moon und Mandy Rose gegen Candice LeRae. Candice LeRae, Lacey Evans. Das sind so übrigens dann jetzt alle 24 Frauen, die in der Division mit drin sind. Und ich kann sagen, aufgrund der Menge an Frauen, die wir sehen, werden wir wahrscheinlich eher so, keine Ahnung, Triple Threat oder Fatal 4-Way Matches immer veranstalten, wenn ein Titel auf dem Spiel steht, weil sonst kommen ja manche nie dran. Bei der Menge hier. Oh, jetzt Liv Morgan in Gefahr. Aber sie kommt direkt wieder rein.
Oh, Charlotte nimmt jetzt vielleicht doch nochmal Anlauf gegen Shayna Baszler. Nee. Mandy Rose ist nicht in Gefahr. Candice LeRae. Ach, was will ich haben? Candice LeRae? Lacey Evans natürlich. Stand sie falsch. Liv Morgan nimmt Anlauf und oh, da hat Shayna Baszler richtig Glück jetzt gehabt, dass die Anvisierung dann auf Charlotte ging. Aber Charlotte und Baszler, die haben sich gefunden. Oh, Charlotte mit dem Reversal gegen Shayna Baszler. Und jetzt Carmella gegen Charlotte. Ember Moon gegen Baszler. Und Charlotte ist raus. Oh mein Gott, Carmella eliminiert Charlotte. Das ist mal eine Überraschung auf jeden Fall. So, jetzt Liv Morgan gegen Bayley. Und auch Mandy Rose ist raus. Lacey Evans. Lacey Evans. Das kann doch nicht so schwer sein, Mann. So, Hurricane Rana von Bayley gegen Liv Morgan. Ember Moon nimmt Anlauf und eliminiert Carmella. Und da waren es nur noch... Hä? Ah, nee, alles gut. Da waren es wirklich nur noch 5. Passt ja. Was macht Liv Morgan? Und Shayna Baszler ist raus. Ember Moon mit der Eliminierung. Und Bayley eliminiert Liv Morgan. So, jetzt haben wir... Lacey Evans, Ember Moon oder Bayley, Morgan gegen Peyton Royce und Alexa Bliss. Das wird auf jeden Fall morgen vielversprechend. Mir fällt gerade ein, wir hätten auch 4 Matches machen können mit 6 Frauen als Battle Royale. Das wäre vielleicht noch besser gewesen. Hätten wir morgen Vettel vor, aber gut, jetzt zu spät. So. Und das wird nicht die Eliminierung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier schon Lacey Evans richtig konzentrieren. Ember Moon rausdrückt. Ja, Ember Moon wehrt sich da auch. Und Bayley guckt erstmal zu. Jetzt wollte Bayley zu Ember Moon, aber da hat hier die gute alte Lacey Evans was dagegen. Ist das jetzt die Eliminierung gegen Bayley? Hilft Ember Moon hilft sogar. Oh mein Gott, Bayley in Gefahr. Und Bayley fliegt raus. So, Ember Moon oder Lacey Evans. Jetzt wird's interessant. Dropkick geht schief. She's looking a little unsteady. I think this match is starting to take it all out of her, guys. And this might very well be the turning point of this match. Und Reversal von Ember Moon. Jetzt musst du da Kapital ausschlagen. Geht's in die Ringe. Wenn sie jetzt einen Finish hat, war's das. Den hat sie aber nicht. Versuch's jetzt aber trotzdem mal. Lacey Evans has claimed she's the classiest woman in NXT. Calling the rest of the women's division quote unquote trash that really raised the ire of another NXT standout Dakota Kai. Ja, das wird nichts. Evans was right. I mean, das hätte sie anders lösen sollen. She cowered at the sight of Shayna Baszler. That's not class, gentlemen. That is trash. So easily influenced. Und da lässt Ember Moon von ihr locker.
Reversal von Evans. Wow, look at the quickness by Lacey Evans. She is on fire. Oh, that's how you establish dominance. Oh mein Gott, die hat mal ordentlich gesessen, die Rechte. Und da gibt es ihr noch ein Küsschen hinterher. Beautiful technique. Hard landing there. Nothing to worry about. Just a little misstep on her part. Und Ember Moon mit dem Reversal. Und wieder der DDT von Evans. So, ist das jetzt eine Entscheidung? Schmeißt du sie jetzt raus oder verzögert sich das Ganze? Ember Moon wieder mit dem Reversal. Ne, doch nicht. Ich glaube, die verstehen nicht, was man hier machen muss. Das könnte jetzt aber das Ende werden. Jo, und damit sehen wir morgen Peyton Royce, Alexa Bliss und Lacey Evans im Triple Threat Match um den vakanten Frauentitel hier im Dreamverse. Gucken uns mal die Siegesfeier an von Lacey Evans. Oh mein Gott, Daisy Duck hat gewonnen. Oder Minimaus, wie auch immer. Tja, das kommt überraschend. Weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Ich habe jetzt von ihr noch nicht in der Realität so viel gesehen, deswegen. So, dann gehen wir mal zurück ins Menü. So, dann gucken wir mal in die News rein, was wir da haben. AJ Styles betrat den Ring und führte der Menge den Erfolg seiner Championship-Herrschaft vor Augen, aber dann kam Zack Ryder raus und unterbrach ihn mit einer mutigen Ansage. Er verkündete, dass er die Regentschaft des Champions beenden würde und sprach damit eine Herausforderung aus, die dieser kaum ablehnen konnte. Die beiden Gegner stehen sich inzwischen extrem feindselig gegenüber. Nakamura konnte den nächsten Kampf gegen Mysterio gar nicht abwarten. Der Superstar griff den Gegner an, der eigentlich gegen seinen Rivalen antreten sollte. Er erzwang so seine eigene Teilnahme am Match als Lückenfiller. Von diesem Moment an konnte es für jeden Beteiligten nur noch gefährlicher werden. So. Rivalitäten, Styles gegen Ryder 4 Wochen, Nakamura gegen Mysterio auch 4 Wochen, ansonsten eine Menge Tag Team Division, was wir unten so sehen. Dann gucken wir jetzt mal die Championship Rankings an. Da ist AJ Styles natürlich noch unser Champion. Kevin Owens an Finn Balor vorbei. So, hier ist ein bisschen was passiert. Da sind einige hochgeklettert, ich weiß allerdings nicht warum. Dann haben wir hier noch das Intercontinental Ranking. Stimmt, hier muss ich noch den schwarzen Titel einstellen für Aleister Black, das habe ich ja gesagt. Das haben auch einige gesagt, dass ich das machen soll, weil es cooler aussehen würde. So, dann hier die Usos als Tag Team Champions natürlich. Die Hardy Boys sind sogar im Revival vorbei. Könnt ihr mal sehen, hier passiert was im Gegensatz zum Evilverse in den Rankings. So, und hier unsere drei Gewinnerinnen. Krass, Mann, das habe ich nicht mal eingestellt. Das war hier wirklich so, das hat jetzt das Spiel gemacht. Ich bin ja hellauf begeistert. Und hier eben die ganzen Frauen in den Rankings unten drunter. So. Ja, dann kommen wir noch mal zu SmackDown und gucken, was heute noch so in der Nebenshow passiert. So, AJ Styles trifft auf Heath Slater. Hier setzt sich AJ Styles durch. Roderick Strong trifft auf Zack Ryder. Es gewinnt Zack Ryder. Aleister Black gegen Velveteen Dream. Da setzt sich Aleister Black durch. Rey Mysterio trifft auf Alexander Wolf. Es setzt sich Rey Mysterio durch. Chris Jericho, Shinsuke Nakamura, Sami Zayn und EC3 in einem Match. Hier holt sich Shinsuke Nakamura den Sieg nach 8-Mann Battle Royale mit Samoa Joe, Drew McIntyre, Cesaro, Johnny Gargano, Dolph Ziggler, Almas, Daniel Bryan und Pete Dunne. Es setzt sich hier Andrade, Cien Almas durch. Und im Main Event ein Triple Threat Match mit Baylor, Owens und Seth Rollins. Hier holt sich Seth Rollins den Sieg. Ja, und dann wären wir tatsächlich schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich gucke dann nochmal ins Power Ranking rein und bedanke mich natürlich wieder dafür, dass ihr alle reingeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne wieder in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt. Joint ansonsten gerne auch meinem Discord-Server, da könnt ihr die nämlich auch
uns allen dann mitteilen. Der Link dazu in der Videobeschreibung, wo auch meine Social Media Accounts verlinkt sind: Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und der Link zu meinem Twitch-Kanal. Ansonsten, wenn ihr mehr von mir und meinem YouTube-Kanal sehen wollt, insbesondere WWE 2K19, dann lasst meinem Kanal gerne mal ein Abo da. Lohnt sich auf jeden Fall, denn jeden Tag um 13 Uhr eine neue Folge der WWE 2K19 Dreamverse-Aktion, das Projekt, was jetzt neu gestartet ist. Da bin ich momentan nämlich an Vorproduktion dran, weil nächste Woche bin ich im Urlaub, deswegen habe ich momentan, also wenn ihr irgendwas in die Kommentare reinschreibt, was man verändern könnte, dadurch, dass ich eben vorproduziere, wird das vielleicht ein bisschen dauern, wenn ich es gut finde, dass das dann noch hinzugefügt wird. Und um 16 Uhr jeden Tag auf jeden Fall eine neue Folge vom Community Universe, dem Evoverse. Wenn ihr dort mitmachen möchtet, dann schaut euch mal das Video in der Videobeschreibung an. Dort findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Ich bedanke mich jetzt dafür, dass ihr reingeschaut habt. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.